Hi, willkommen auf unserem Kanal. Ich möchte euch heute die drei besten Schallzahnbürsten vorstellen, die ihr bereits für weniger als 100 Euro bekommen könnt. Dafür haben wir Tests und Meinungen ausgewertet und zu einer Gesamtnote verrechnet. Manche Nutzer loben vor allem die Effizienz von Schallzahnbürsten im Vergleich zu den rotierenden Bürsten. Doch die Vorteile sind nicht eindeutig. Bevor ich aber jetzt schon zu sehr ins Detail gehe, sollten wir erstmal loslegen. Falls euch das Video jetzt schon gefällt, dann lasst doch schon mal einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar, was dir nicht so gefällt. So, jetzt geht's aber los. Wir starten mit der Auclean Air 2. Mit der Nutzerwertung 2,7 belegt sie Platz 3. Sie ist leicht und leistungsstark. Ihre Stärken sind hohe Anzahl an Bürstenkopfbewegungen, ein einfaches Handling, ihr geringes Gewicht und der starke Akku. Ihre Schwächen sind, dass sie nur zwei Putzmodi hat und die Aufladung nur über USB möglich ist. Die Schallzahnbürste Auclean Air 2 arbeitet mit bis zu 40.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute. Das ist mehr als viele andere E-Zahnbürsten mit dieser Technologie schaffen. Der Standard liegt bei 32.000 Vibrationen. Dank wasserfestem Gehäuse dürft ihr eine hohe Sicherheit erwarten. Sie ist nach IPX7 zertifiziert und damit resistent gegen kurzfristiges Untertauchen. Die NutzerInnen bewerten die Putzleistung überwiegend als gut. Auch die lange Laufzeit mit einer Batterieladung gefällt. Laut Hersteller putzt ihr rund 2 Wochen ohne Aufladung. Das geringe Gewicht von 95 Gramm erleichtert die Handhabung. Leider gibt es nur einen Standard- und einen Softmodus für EinsteigerInnen in das Schallzähneputzen oder alle mit empfindlichem Zahnfleisch. Die Batterie versorgt ihr ausschließlich über einen USB-Anschluss. Für den Einsatz im Bad ist das eher unpraktisch. Da der Preis bei gerade einmal rund 30 Euro liegt, sind kleine Minuspunkte aber verschmerzbar. Der Kauf dürfte sich dennoch lohnen. Auf Platz 2 die Oral-B Pulsonic Slim Lux 4500. Diese hat eine Nutzerwertung von 1,5, also schon sehr gut. Sie besticht durch starke Leistung und individuelle Modi. Ihre Stärken sind die hohe Anzahl an Putzbewegungen, die lange Akkulaufzeit und 3 verschiedene Putzprogramme. Schwächen sind uns noch keine bekannt. Bis zu 31.000 Mal in der Minute bewegt sich der Bürstenkopf der Schallzahnbürste Pulsonic Slim Lux 4500 von Oral-B. Das ist viel und so dürft ihr eine buchstäblich saubere Arbeit erwarten. Ihr stellt die Bürste auf einen von 3 Modi. Für EinsteigerInnen bietet sich das Sensitivprogramm an. Darüber hinaus stehen ein Standard- und ein Aufhellmodus zur Verfügung. Als praktisch dürfte sich das Reiseetui erweisen, das mit geringem Gewicht punktet. Reisen bis zu 14 Tage unternehmt ihr ohne Akku. So lange hält die Batterie nämlich laut Hersteller. Insgesamt erhaltet ihr eine gute Leistung, die durch einen vernünftigen Preis abgerundet wird. Die Zahnbürste kostet im Mittel 80 Euro. Und Platz 1 unserer Schallzahnbürsten unter 100 Euro ist die Auclean X Pro. Mit einer Nutzerwertung von 1,4 belegt sie Platz 1. Umfangreiche Funktionen zum kleinen Preis. Ihre Stärken sind der Antrieb über einen bürstenlosen Magnetmotor, der starke Akku, sehr viele Modi und ein informatives Display. Ihre Schwächen sind, sie ist sehr laut. Xiaomi stattet die Schallzahnbürste Auclean X Pro mit allerlei Features aus. Sie lässt sich in 32 Stärken, 4 Modi und über eine App auf weitere mehr als 100 Funktionen einstellen. In der App kontrolliert ihr außerdem eure Putzerfolge, seht Analysen ein und könnt euch ein Putzschema empfehlen lassen. Das Display verrät unter anderem das eingestellte Programm sowie die Ergebnisse. Die technischen Daten sehen gut aus. Maximal putzt ihr mit 42.000 Vibrationen pro Minute. Das ist überdurchschnittlich und verspricht gute Ergebnisse. Der Motor arbeitet bürstenlos mit Magnettechnik. Das lässt auf eine lange Lebensdauer und eine geringe Geräuschentwicklung schließen. Leider ist letzteres jedoch nicht der Fall. Die Bürste erreicht rund 60 Dezibel und töst damit schon ganz schön laut. Da dies jedoch der einzige offensichtliche Minuspunkt ist, lässt sich der Kauf absolut empfehlen. Zumal hier nur rund um die 60 Euro für sehr viele Funktionen fällig werden. Ja, und das war's auch schon.
Ich hoffe, dass ich euch bei eurer Kaufentscheidung ein wenig helfen konnte. Wenn ja, lasst doch bitte ein Like da und vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren und auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken. Das würde uns und dem Kanal wirklich weiterhelfen. Und vielleicht verrätst du uns auch in den Kommentaren, welches Produkt dir am besten gefällt und für welches du dich womöglich schon entschieden hast. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis ganz bald. Auf Wiedersehen.